Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dungeons 3. Und wir sind jetzt in Feuertaufe. Feuertaufe. Das absolute Böse hatte Thanos stark geschwächt und in die Flucht geschlagen. Talia nahm sofort die Verfolgung auf, ohne das herausragende Böse. Okay. Mal sehen, wie schnell jetzt diese Mission wird. Wir hatten ja schon eine Mission, die ziemlich schnell war. Aber naja, die letzte Mission ging eigentlich auch relativ schnell. Thanos war nach seiner Niederlage gegen das absolute Böse geflohen. Ich glaube, ich habe wieder keinen Dungeon. Talia hatte sofort die Verfolgung aufgenommen, ohne das ultimative Böse erneut zu beschwören. Als ob ich das nicht alleine schaffen würde. Ich trete Thanos in den Hintern. Ich werde ihm die Augen herausreißen und seine Zähne als Xylophon benutzen. Wie auch immer, es war überstürzt. Dennoch hatte Talia ihren einstigen Mentor und Ziehvater in seiner Heimatstadt Sturmluft verfolgt. Dort würde es nun zur finalen Schlacht kommen, denke oder ich nicht. Zumindest. Nope, da ist ein Portal, er wird abhauen. Ich will Thanos Kopf. Okay. Talia, ich so viel zu Talia darf keinen Schaden bekommen. Damit habe ich das schon mal nicht. Läuft. Egal. Es sei so. Lass mal bringen die. Ich glaube, die bringen keine XP. Schade. Talia und ihre Armee betraten die Stadt Sturmluft. Dort waren einige Barrikaden und... Oh, ein Hinterhalt. Damit konnte natürlich niemand rechnen. Naja, so wirklich Hinterhalt würde ich das jetzt gerade nicht nennen. Dafür dominiere ich den Hinterhalt viel zu sehr. Nope. Da kann ich nichts machen. Gut. Einmal bitte hier auf die Heilerin einmal. So, Novizin und der Lehrling sind die gefährlichsten. Also, der Lehrling ist vom Schaden her am gefährlichsten und die Novizin, weil sie halt immer heilt. Daher habe ich die beide für mich insgesamt als am gefährlichsten eingestuft. Okay. Vielleicht einmal. Beziehungsweise. So. Ihr macht mal den da. Ich bin die Zeit der Abrechnung ist nah, Thanos. Nicht angenehm. Gar nicht angenehm. Kannst du mir bitte. Fuck. Das ist jetzt sehr ärgerlich, dass ich da den verloren habe. Scheiße. Wenigstens habe ich meinen Goblin noch. Aber es ist trotzdem sehr, sehr. So. Und bleib liegen. Komm. Und weg ist es. Thanos war nur einen Katzensprung entfernt. Talia wappnete. Talia, du wagst es, mit deiner verdorbenen Präsenz die gesegnete Stadt Sturmluft zu beschmutzen? Und ob, alter Mann. Jetzt wird abgerechnet. Du wolltest mich zu einer erbärmlichen Marionette des Guten machen und als braves Tier präsentieren, dem du das Böse abtrainiert hast. Leugne es nicht! Leugnen? Ha, es stimmt.
Ich dachte, ich könnte aus dir etwas Natürliches, etwas Gutes machen. Aber du bleibst derselbe räudige, bösartige Abschaum, der du warst. Das stimmt nicht so ganz. Ich bin auch noch da. Du? Im Ernst? Du hast dich jetzt so lange in irgendeiner Ecke verkrochen und kommst jetzt heraus, um Papa Thanos winselnd um die Beine zu streichen? Ah, dann gibt es doch noch Hoffnung für dich. Interessant. Ha, Zeit zu sterben, alter Mann. Okay. Autsch, aua! Was wäre gewesen, wäre ich oben rumgegangen? Ach du Scheiße, ey. Wieso habe ich so das dumme Gefühl, dass ich... Okay. Nein! Ich komme wieder. Talia ging tödlich verwundet zu Boden. Während ihr Geist langsam in der Schwärze verschwand, vermeinte sie noch eine gehässige Stimme aus dem Off, folgendes Singen zu hören. Ding dong, die Ex ist tot. Okay. Spielladen. Zurück. Neustart. Okay. Ich glaube, ich sollte lieber oben rumgehen, weil ich dann stärker werde und weil ich dann wahrscheinlich mehr Truppen haben werde. Thanos war nach seiner Niederlage gegen das absolute Böse geflohen. Talia hatte sofort die Verfolgung aufgenommen, ohne das ultimative Böse erneut zu beschwören. Man kann natürlich sagen, ich wollte damit nur die... Ich wollte damit nur die Zeit strecken. Ja? Damit wir über 10 Minuten kommen. Ansonsten wäre das wahrscheinlich wirklich unter 10 Minuten geworden. Was schon sehr belustigend ist, wenn man so drüber nachdenkt. Aber hey. Das Böse ist unaufhaltbar. So. Hi. Talia und ihre Armee betraten die Stadt Sturmluft. Dort waren einige Barrikaden und... Oh, ein Hinterhalt. Damit konnte natürlich niemand rechnen. Wen soll ich massakrieren? So, damit sind die dort weg. Gut. Dann pullen wir mal die dort. Hoppala, einmal... Kannst du mal bitte mitkommen? So. Alles Gute muss sterben. So, euch pull ich da mal hier unten. Damit. Das ist doch sehr, sehr gut gewesen. Dadurch konnte ich jetzt verhindern, dass einer stirbt und konnte mich komplett hier auf den Oh, Talia hat bisher keinen Schaden bekommen, fällt mir gerade so auf. Das ist doch auch ganz gut. Oh fuck, okay, jetzt hat Talia Schaden bekommen. Naja, egal. So, ich sollte dann den Weg hier oben rum, denke ich, nehmen. Ich werde Thanos die Nasenhaare abrasieren. Thanos war nur einen Katzensprung entfernt. Talia wappnete sich für die kommende epische Schlacht. Ja, wahrscheinlich besser nicht.
So. Oder? Gut, Komme ich hier doch nicht weiter, oder was? Also ich glaube, dass ich hier keinen weiteren Durchweg gerade habe. Da komme ich ja auf jeden Fall nicht weiter. Heißt, ich muss jetzt echt den Endkampf mit Thanos machen? Fuck. Ich möchte eigentlich gerne da oben durch, aber kann ich nicht. Ungünstig für mich. Oh, halt. Ich will Thanos Kopf. So, bevor hier... Was gibt es? Gut, dumm, heilen. Offenbar muss ich halt wirklich den Kampf da machen. Verdammt. Aber natürlich erstmal schauen. Jo, dass die voll geheilt sind. Talia, du wagst. Überspring einmal. So. Solange ich diesen... Solange ich den Angriff mal ausweiche, kriege ich das eigentlich relativ... Besinne dich auf deinen guten Kern, Talia! Okay. Genug! Es ist genug! Wir beenden das jetzt! Spüre den Zorn alles Guten! Thanos beschwor eine mächtige Feuersbrunst herauf, die auf Talia und ihre Armee zurollte. Diese unterschied jedoch nicht zwischen Gut und Böse und brannte sich auch in die Stadt Sturmluft hinein. Das reinigende Feuer wird dich erlösen. Klatsche? Hallo? Ohne das ultimative Böse sah Talia ziemlich alt aus. Ihr blieb nur die Flucht, wenn sie nicht in der Feuersbrunst vergehen wollte. Okay, lauft! Nehmt die Beine in die Hand! Flieht vor dem Feuer! Reibt euch mit einer Creme gegen Verbrennungen ein! Oh fuck, die sind alle gestorben? Ja, Menno. Talia ist jetzt ganz alleine. Versuch nicht den läuternden Flammen zu entgehen, Kind. Diese werden dich reinigen. Nimm das! Ja. Thanos griff wieder zum Zauber und ließ Feuer vom Himmel regnen. Offenbar störte es ihn nicht, dass er dabei weitere Teile von Sturmluft in Schutt und Asche legte. So, okay, die Verpestende. Keine Ahnung, was das bringt, aber hey. Da! Die Gräber versinken im Boden. Oh, das ist äußerst merkwürdig. Aber egal, die ideale Fluchtroute. So. Balladiduppala. Die Feuersbrunst verwüstete große Teile von Sturmluft und wurde immer größer und schneller. Aha.
gehe mal hier oben hin, oder? Mal sehen, was hier ist erstmal. Okay, hier ist nichts. Schade. Dann gehe ich da weiter. Du entkommst dem reinigenden Feuer nicht so einfach. Und wenn ich die gesamte Stadt niederbrennen muss. Ein bisschen wahnsinnig, oder? Ungünstig. Oh Mist! Wie soll ich denn jetzt hier weiterkommen? Ich brauche das absolute Böse! Hilfe! Das absolute Böse war gerade ein wenig beschäftigt. Na gut, dann helfe ich mal schnell. Dieses Mausoleum da drüben war in Wirklichkeit ein Untoter, ein mächtiger Grabgolem. Dieser erhob sich und machte für Talia den Weg frei. Okay. Witzig. Passiert noch was? Hallo? Grabgolem? Passiert da was? Super, danke. Okay. Vorwärts. Flieht in Panik. Nehmt die Beine in die Hand. Braust mit Segways davon. Diese Barrikade sah äußerst stabil aus. Doch für einen mächtigen Titanen wie den Grabgolem würde das kein Problem darstellen. Okay, das heißt, da muss ich... Okay, der Grabgolem darf nicht sterben und Talia dürfen die beide nicht sterben. Gut, hopp. Kann ich mal bitte. Einfach nur. So. Das war's für dich. Brenne, reinigendes Feuer! Wenn Sturmluft dem Bösen nicht standhalten kann, hat es den Tod in den Flammen verdient. Aber Thanos... Okay. Das ist nur... Du solltest doch der Gute sein. Ach, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Los, wir müssen weiter. Der Wasserturm steht da doof im Weg. Grabgolem, kümmere dich darum. Hilfe! Ein paar Helden waren von den Flammen eingeschlossen worden. Leider fehlte die Zeit, um sich an ihrem Leid zu ergötzen. Okay. Talia ging tödlich verwundet zu Boden. What? Während ihr Geist langsam in der Schwärze verschwand, vermeinte sie noch eine gehässige Stimme aus dem Off. Folgendes. What the fuck, ey? Damit habe ich nicht gerechnet, dass mich da so eine Feuerwelle von hinten einholt. Das habe ich echt nicht bemerkt. Okay. Nervig. Hey, Novizin. Bitte einmal weg mit dir. Oder? So. Oh fuck, da hinten kommt die Feuerwelle. Ich denke, ich muss mich mal ein bisschen beeilen. Reinigendes Feuer! Wenn Sturmluft dem Bösen nicht standhalten kann, hat es den Tod in den Flammen verdient. Aber Thanos, was ist nur... Du solltest doch der Gute sein. Ach, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Los, wir müssen weiter. Der Wasserturm steht da doof im Weg. Grabgolem, kümmere dich darum. Hilfe! Ein paar Helden waren von den Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen hier rennen. Leider fehlte die Zeit, um sich an ihrem Leid zu ergötzen. Wir sind gerettet. Danke, böse Kreatur. Ja, okay. Gern geschehen. Mehr oder minder durch Zufall hatte Talia die eingesperrten Helden gerettet. Doch nun war nicht die Zeit, um über solche guten Taten nachzudenken. Die Flammen rückten unaufhaltsam näher. Das ist ja geil. Auf einmal sind die Bösen die Guten. Ich geb da mal hier Gas.
Oh, hi. Du glaubst, du kannst mir entkommen? Ha! Ich werde auch noch diesen Wald niederbrennen. Das Gute wird siegen. Jetzt ist er völlig wahnsinnig geworden. Entdeckung! Thanos' Feuerregen fiel auf die Wälder herab und setzte sie in Brand. Zum Glück für Talia entstanden dadurch neue Laufwege, die ihr das Vorankommen ermöglichten. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Los geht's! Die Feuersbrunst schien sich noch schneller auszubreiten. Talia nahm die Beine in die Hand. Ich denke, ich sollte hier mal durch. Wir haben es gleich geschafft. Los, flieht weiter, ihr Narren. Mir nach! Frauen und Dunkelelfen zuerst! Talia, kannst du bitte... Bitte da schnell... Oh fuck, ja, Talia geht drauf. Nein! Ist doch nicht wahr. Das Nervige ist, ich muss jetzt, glaube ich, diesen ganzen Abschnitt nochmal wieder machen. Oh, doch nicht. Glück gehabt. Die Feuersbrunst schien sich noch schneller auszubreiten. Talia nahm die Beine in die Hand. Wir haben es gleich geschafft. Los, flieht weiter, ihr Narren. Mir nach! Frauen und Dunkelelfen zuerst! So. Der steht nicht mehr auf. Aua! So, bitte den dann da weg und dann... Komm. Jo, sehr schön. Einmal hier oben. Hallo? Okay, ihr kommt da nicht unten durch, dann... Gebt eure Befehle. Kommt weg damit. Ja, sehr schön. Hinterhalt. Oh, abgeschlossen. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet, aber okay. Ah, Talia. Schön, dass du es bis hierher geschafft hast. Lass dich nun durch das Feuer der Göttin reinigen. Thanos, was ist mit dir? Du bist doch der Gute. Du zerstörst Sturmluft. Ha, diese Stadt wäre ohnehin gefallen. Sie war schwach und hätte gegen das Böse versagt. Jetzt, nachdem ich sie mit reinigendem Feuer geläutert habe, kann sie gestärkt neu errichtet werden. Aber das soll nicht deine Sorge sein, denn es ist Zeit, dich zu reinigen. Okay, passiert da was? Der Grabgolem warf sich schützend vor Talia. Eine selbstlose Tat, die man einem Untoten nicht unbedingt nachsagen würde. Letztlich aber bezahlte er sie mit dem finalen Tod. Oh, du lebst noch. Das ist ein Zeichen der Göttin. Sie will, dass ich dich erneut zum Guten bekehre. Nun gut, so sei es. Dieser Charakter ist irgendwie etwas crazy. Gut. Zur Kampagne. Talia war in Thanos Falle gegangen, weil sie nicht auf den famosen Erzähler gehört hatte. Gut, es war nicht absehbar gewesen, dass Thanos bereitwillig die Hauptstadt Sturmluft verbrennen würde, nur um seine Tochter zu besiegen. Nicht unbedingt die Sternstunde eines guten Paladins, aber dieser Plan hatte funktioniert. Eigentlich hatte Thanos erwartet, Talia mit seiner Magie zu vernichten. Doch der Grabgolem hatte sich heldenhaft vor seiner Anführerin geworfen und diese vor dem Tod bewahrt. Thanos sah darin ein Zeichen der Göttin,
dass seine Ziehtochter doch noch nicht verloren war und nur einen Schubs in die richtige Richtung brauchte. Dazu besann sich Thanos der Dinge, die man benutzte, um jemanden zu überzeugen, und bediente sich eifrig im Folterkeller Twilight. Inquisitoren. Das kam jetzt unerwartet. Das ist wirklich Folter. Nun ja, niemand erwartete die spanische Inquisition. Nobody expects the Spanish Inquisition. Talia wurde der Folter, ich meine Überzeugungsarbeit, nicht ewig standhalten. Ihr Ende schien besiegelt. Doch das absolute Böse war noch nicht besiegt, denn es hatte auch ohne Talia noch Einfluss. Oh, der Grabgolem. Oh. Licht und Schatten. Kommt dann als nächstes dran? Oh, Tempel. Licht und Schatten. Thanos hatte Talia gefangen genommen. Doch noch hatte das unheilvolle Böse etwas Einfluss und ließ einen Dungeon entstehen, ganz in der Nähe. Okay, das kommt dann das nächste mit in der Mission Licht und Schatten 100 Helden. Befreit Talia nicht in weniger als 45 Minuten. Okay. Wie gesagt, das kommt dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.